Los geht's mit dem Finale bei Let's Play Hogwarts Legacy. Ich hoffe, wir haben genug Tränke an Bord und können endlich Renwalk stoppen. Wir sind fast Level 29, also ein Level drüber als vorher. Und jetzt versuchen wir's. Gehen wir die Nummer an mit dem Guten. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, weil ich muss ein paar andere Tränke dabei. Ich brauche den Feuer jetzt nicht. Ich kann wahrscheinlich keinen Dings einsetzen, ne? Oder kriege ich in einem Rutsch gedownt? Das wäre natürlich genial, aber es könnte. Ja. Ja, können wir nicht. Wow. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Ich brauche. Geht leider nicht. Jetzt habe ich schon eine kurze Zeit. Warte mal. Leider geht's nicht mit dem Fluchschaden. Warte mal kurz, ich muss gerade was gucken. So, reduziert die Anklickzeit. Ich muss gerade gucken. Einunddreißig ist er. Aber ich sehe jetzt irgendwie. Aua. Ja, mach du mal. Was ist der denn? Ach, da unten. Also ich habe jetzt zumindest mal ein bisschen mit Hilfe. Ich muss aber leider erstmal deine Dings machen. Also die ersten zwei habe ich weg. So. Leider helfen bei dem. Eieieiei. Oh.
Ja! Komm, da geht aber Renrock. Leider nicht. Warte mal kurz. Ich muss mal gerade gucken. Abklingzeit. Klingzeit. Ich brauche eigentlich Angriff. Erhöht den Zauberschaden. Doch, weiß ich. Jetzt hat sich... So, jetzt... So, jetzt nehmen wir mal den mit. Also warte mal, ich muss mal kurz was anderes ausprobieren. Feuer. Weil ich brauche... Bist du jetzt auf dem... Ah. Doch. Bin ich näher genug dran, ne? Scheiße. Jetzt. Scheiße, Mann! Ach, scheiße, ich hab kein Getränke mehr. Thank you.
Das ist nicht wahr, ey. Ich glaube, dass ich jetzt aber gar nicht. Ich kann ja da nicht mit Dings rangehen, ne? Mit Crucio. Mann! Warte mal. So. Ich muss jetzt eh ein bisschen spammen, ein bisschen aufpassen und spammen. Hab ich dich jetzt oder was? Oder willst du jetzt noch mal ein bisschen spielen? Hört sich, willst du jetzt da versuchst? Oh, du spielst jetzt noch mal mit so einer Nummer, ey. Geschafft oder was? Ja! Ich hab's, ey! Es hat geholfen! Boah, geil, ey, wir haben es geschafft, glaube ich, oder?
Also ich habe die Trophäe schon bekommen, da gehe ich mal von aus, dass das so kein Problem ist. Vielen Dank, Miriam. Für alles. Für das habe ich passt, wird das sowieso, wird das wahrscheinlich sogar eine Folge nur werden. Professor Elea Safik. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarb. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Ach, er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fake? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fick! Unglaublich, dass wir Fick verloren haben. Ich kannte ihn nicht so gut wie du, aber er war ein guter Mann. Gut, dass Weasley Fick so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte, mein Onkel hätte das auch gehabt. Ich frage mich, ob Anne mich treffen will. Sebastian, ich kann mir nicht vorstellen, was du und Anne durchmacht. Vielleicht hörst du bald von ihr. Das hoffe ich. Ich lass es dich wissen. Sebastian, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rookwood zu tun. Angeblich hat er dich vor Ollivanders Laden angegriffen. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Die Gerüchte stimmen, und so war es. Aber das meinte ich nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rookwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte.
Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was? Was sagst du da? Es war keiner von Renrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Rookwood. Von Anfang an. Das kann ich sagen. Es waren die Anhänger. Schon immer. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Nach Rookwoods Bündnis mit Renrock wurde Isidoras Anwesen für beide interessant. Deshalb war Rookwood dort in der Nacht, in der Anne verflucht wurde. Er arbeitete mit Renrock zusammen. Als er deine Schwester sah, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er hat sie also verflucht und sie für immer verändert. So grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das sagst. Es war kein Kobold. Ich schätze, ich muss mich bei dir entschuldigen. Die ganze Zeit dachte ich, Kobolde seien der Feind. Aber es war nie so einfach. Ominous hat mit Anne gesprochen. Ob sie mich wohl sehen will? Ich finde es heraus und melde mich, wenn ich mehr weiß. Gratulation und damit herzlich. Ja, sind wir nochmal da? Gratulation, du hast die Geschichte von Hogwarts abgeschlossen. Das Ende ist jetzt erreicht. Deine ZRG ist da. Es ist Zeit, deinen Fortschritt in den Handbuch zu überprüfen. Erkunde die Welt, schließt auch noch auf den Beziehungsgeschichten und Nebenaufträge ab. Welt vollständige dein Handbuch. Auftrag abgeschlossen im Schatten der Offenbarung. Und damit sind wir Level 29. Ja, liebe Leute, danke fürs Zusehen bei Let's Play Hogwarts Legacy. Das ist quasi jetzt... Ich habe darüber nachgedacht, was du mir in der großen Halle erzählt hast. Warte mal, da war noch was? Hä? Bin ich auf Fälle? Bin ich noch nicht fertig? Es sind noch zwei Sachen? Okay. Wir müssen uns noch mal auf... Wir müssen uns noch mal auf die ZAGs vorbereiten? Okay, gut, dann geht's noch ein bisschen weiter. Eigentlich hatte ich die Hauptstory durch, aber nein, scheinbar gibt's noch ein bisschen was Story zu tun. Bisschen was zu tun. Die ZAGs und im Schatten der Freundschaft. Gut, das sehen wir uns dann ab der nächsten Folge an. Ne? Von dem Finale und so. Bis dann.